So, meine Freunde, und damit hallo und herzlichst willkommen hier zurück bei Let's Play Shadow of the Colossus. Folge 7 jetzt mittlerweile, 6 Kolosse liegen mittlerweile hinter uns und der 7. wartet schon, von uns niedergestreckt zu werden. Ich bin jetzt wieder mal runtergegangen mit der FPS-Zahl bei den Videos. Ich bin jetzt wieder bei 30 FPS, einfach weil die Videos ein bisschen zu groß geworden sind mit 60 Frames und... Ja, man merkt gerade bei dem Spiel hier keinen sonderlichen Unterschied. Bei so Sachen wie Astray, die hier mit über 100 Frames laufen, macht das Sinn. Aber bei dem Spiel zum Beispiel reicht das dicke aus, wenn wir das Spiel mit 30 FPS aufnehmen. Da solltet ihr keinen großen Unterschied feststellen. So, Freunde, ja, gestern Zelda, heute eine Runde Shadow of the Colossus. Ich freue mich auf den nächsten Koloss. Mal sehen, was hier noch so auf uns wartet. Uns wurde gerade verraten, dass der nächste Koloss in einer Ruine am See auf uns wartet. Der See, wie wir schon wissen, liegt ja in der Richtung. Mal sehen, ob wir den schnell und gut finden. Wir hatten ja bis jetzt immer gut geschafft, in jeder Folge so einen Koloss zu töten. Das wollte ich gerne bis zum Ende des Let's Plays so beibehalten. Aber manche Kolosse, wir haben es schon mehrmals gehabt, manche sind wirklich nicht einfach zu besiegen. Das Schwierigste ist eigentlich immer, dass erstmal das Draufkommen auf den Koloss. Das Kämpfen an sich dann okay, ist auch immer schwierig, aber erstmal drauf zu kommen, wie man überhaupt auf den Koloss treten kann, ist recht schwierig, wenn man halt nicht weiß, was er macht. Ich kann mich noch gut an den erinnern hier mit dem Bart, wo ich ewig nicht gewusst habe, dass der Typ sich nach unten duckt, wenn man lange genug in der Höhle auf ihn wartet und deshalb ewig gebraucht habe. Aber mittlerweile haben wir ja ein bisschen Erfahrung mit dem Spiel und wissen, was wir so alles probieren können. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie viel Kolosse das Spiel hat. Ey, das ist, man kann ja mal auf die Map schauen. Ach, hier sieht man ja alle Kolosse eigentlich. Oder sieht man hier nur die, die man schon getötet hat? Wir haben bis jetzt 6 Kolosse gekillt. Ja, die 6 werden angezeigt. Aber so derartig riesig ist die Map ja jetzt auch nicht. Ich denke mal, wir bewegen uns hier schon so ein bisschen im letzten Drittel, könnte ich mir vorstellen. Wir spielen ja schon 6 Stunden ungefähr, 5-6 Stunden. Mal sehen, wie viel hier noch auf uns zukommt. Ja, Freunde, wie geht's euch? Alles gut bei euch? Schreibt mal ein bisschen in die Kommentare, was ihr so macht zurzeit. Wie es euch so geht. Ich bin zurzeit echt ein bisschen immer noch gestresst. Die Arbeit ist, ach, gerade eben ist gerade echt ein bisschen heftig. Aber ich lebe weiterhin so, dass ich immer so eine Folge aufnehme und die am nächsten Tag hochlade. Oder über Nacht hochlade und dann am nächsten Tag raushaue. Finde ich ehrlich gesagt nicht mal so schlecht, weil da hat man immer so aktuell die Folgen. Da liegen die Folgen, die Aufnahmen immer nicht so weit zurück. Ist auch immer sehr schön. Hier kann man speichern, ne? Wollen wir mal speichern? Ich glaube, ich speichere jetzt hier mal. Upp. Ach, schön. Shadow of the Colossus ist mal wieder eine Runde. Ist auch schon wieder ein paar Tage her. Gerade Zelda. Zelda habe ich ja am meisten vernachlässigt, sage ich mal, in letzter Zeit. Ups. Bin ich denn... Also, das ist immer schlimm, wie ich einfach die Steuerung komplett vergesse, wenn ich mal ein paar Tage ein Spiel nicht gespielt habe. Konnte man hier nicht speichern? Ich bilde mir das voll ein, dass man an solchen Schreien immer ein Savegame anlegen konnte. Naja, egal. Egal, wir müssen zum nächsten Koloss kommen. In den Gebirgspass rein? Könnte sein. Mal sehen. Übrigens habe ich vorhin was übelst Geiles gelesen, ne? Für alle PlayStation-Spieler unter euch. Ich bin ja leidenschaftlicher PlayStation-Fan. Ihr könnt jetzt für die PS Plus gratis Games, kommt immer jeden Monat, kommen so für PS Plus-Mitglieder Spiele raus zum freien Download. Und da kann man jetzt voten. Ich habe das erst jetzt gelesen. Ich weiß gar nicht, ob man das schon lange kann oder ob das erst
seit kurzem möglich ist. Aber man kann jetzt für sein Spiel, also für, man hat mehrere Spiele zum Voting bereit und kann dann für sein PS Plus Spiel voten. Finde ich ehrlich gesagt eine ganz geile Idee. Da hat man ein bisschen mehr Einfluss drauf, was jetzt genau kommt. Finde ich geil. Sony kann ja weiterhin beschränken, was für Spiele angeboten werden. Ist ja dasselbe im Endeffekt. Und kann dann noch mehr auf Kundenwünsche im Endeffekt eingehen. Finde ich ehrlich gesagt richtig geil. Werde ich auch mal teilnehmen an so einem Vote. So, hier scheint die Ruine hinter dem See zu sein. Okay. Hier ist wieder so ein Schrein. Kann man ein Savegame anlegen? Ich probiere das jetzt nochmal. Ich hätte gern schon einen Speicherpunkt hier, falls wir doch sterben sollten. Jetzt geht's. Okay. Wo sind wir denn hier überhaupt? Wie nennt sich denn das? Stone Arch Gorge. Okay. Wir spielen erst 3 Stunden 17 Minuten? Reine Spielzeit? Das ist doch noch nicht so lang. Ich dachte, wir spielen hier um einiges länger. Ja gut, eine Folge ging ja mal so eine halbe Stunde bis 40 Minuten. Da kann das schon mal sein. Habe ich mich doch ein bisschen verschätzt. Ich habe aus irgendeinem Grund jetzt mit einer Stunde gerechnet pro Folge. War ja nicht so. Reiten wir mal in die andere Richtung. Auf der Suche nach Koloss Nummer 7. Ach, je. Also hier geht's schon mal nicht lang. Das ist auch die falsche Richtung irgendwie, ne? Hier geht's lang. Okay. Ich glaube, wir reiten gerade. Das Pferd, wenn man, sobald man ein bisschen lenkt, dann steuert sich das echt wie die Hölle hier. Okay, die Richtung hinter der Mauer. Soll es weitergehen? So kommt mir das hier vor. Hier kommen wir noch nicht durch, oder? Oder können wir hier irgendwie klettern? Nee. Klettern können wir nicht. Da scheinen noch schon die ganzen Lichtsäulen in die Luft. Von den Kolossen, die wir bereits bezwungen haben. Okay, hier scheinen wir eventuell falsch zu sein. Ich reite mal nochmal zurück. Irgendwie kommen wir ja nicht weiter in die Richtung. Wir müssen auch vielleicht irgendwie drumrum. Komisch. Ach, hier geht's ja auch noch weiter. Ist echt ganz schön unübersichtlich hier. Aber geil ist die Welt auf jeden Fall, ey. Bin immer wieder beeindruckt von der ganzen Spielwelt. Ist einfach in sich so passend und hat eine geile Atmosphäre. Das sieht doch schon eher nach einem Platz aus, wo ein Koloss auf uns warten könnte. Ja. Also wenn hier kein Koloss kommt, dann weiß ich auch nicht. Obwohl, nee. Wir sind wieder falsch? Nee. Ich habe gerade das Gefühl, dass wir hier schon mal waren. Kann das sein? Da ist die lange Brücke.
Oh, Freunde, ey. Wir haben uns ein bisschen verfranst jetzt hier. Sonst konnten wir mal direkt straight zum... Haben wir straight zum Koloss, hatten den gleich gefunden. Ohne Probleme irgendwie. Jetzt sind wir gerade ein bisschen am Suchen hier. Ach, hey. Zeigt es in gar keine Richtung mehr? Doch. Ist das hier die besagte Ruine? Ja, okay. Hier scheint unser Ziel zu sein, Freunde. Och, die Cam ist ja völlig verrückt hier. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Mal kurz ein bisschen hier schieben. Überhaupt nicht mittig gewesen die ganze Zeit. Aber auch nicht so wild. Die Hackfresse kennt ihr ja mittlerweile. Das sollte weniger schlimm sein. So, was haben wir denn hier? Eine Wendeltreppe? Oh, oh, oh. Da gehen wir noch gerne mal hoch. Wir schaffen uns einen kleinen Überblick über die Map. Da leuchtet was, Freunde. Halt dich fest. Alter Schwede. Ach, das war knapp jetzt. Ich schieß mal auf das Ding. Und wie sieht mir das sehr nach dem Kolosso aus? Da unten, das sieht groß aus auf jeden Fall. Immer noch und dann müssen wir wohl doch mal runterspringen. Gut, das scheint nichts zu bringen. Ich springe jetzt einfach mal waghalsig ins Wasser. Ja. Okay. Da haben wir auch schon die Bestie geweckt. Oh Mann. Das scheint wohl mal ein komplett schwimmender Koloss zu sein. Alter, ein riesiger Aal. Das ist hart. Freunde, das wird ein heftiger Kampf, habe ich das Gefühl. Das wird weniger einfach, als ich vermute. Aber es fängt erstmal ruhig an. Diese Elektroteile auf seinem Rücken, die machen mir ein bisschen Sorgen, muss ich mal ehrlich zugeben. Freunde. Jetzt ist wieder die große Nummer hier. Wie kommen wir auf den drauf? Die Wendeltreppe wird uns auf jeden Fall irgendwie helfen müssen, denke ich mal. Ich kann ja jetzt mal versuchen, mit Pfeil und Bogen auf die Dinger zu schießen. Mal sehen, ob das was bringt. Nee, er ist zu tief im Wasser. Das bringt nichts. Kriegen wir bestimmt einen übelsten Schlag, wenn wir hier... Wir können doch nie tiefer tauchen, ne? Wir können doch so seicht unter die Wasseroberfläche tauchen. Tiefer geht nicht.
Oh Mann. Ja, wie ersteige ich diesen Koloss? Ist mal wieder die große Preisfrage. Ich gehe mal nochmal hoch auf die Wendeltreppe. Vielleicht müssen wir drauf schießen mit Pfeil und Bogen, während hier die komischen Blitzdinger kurz mal rausgucken. Der schwimmt ja ab und zu mal so weit hoch. Okay, Freunde. Wieder mal bin ich überfragt, aber es ist ja bei jedem Koloss so. Mittlerweile erwarte ich gar nicht mehr, dass ich es gleich von Anfang an checke, wie es funktioniert. Nee, das Wasser hält einfach auf. Ich gehe nochmal ganz hoch, vielleicht ergibt sich ja irgendwas. Oh, was haben wir hier eigentlich noch? Swim on the lake surface to draw out the colossus. Okay, ich soll auf der Wasseroberfläche schwimmen, um den Koloss rauszulocken. Kommt der jetzt auf uns zu? Er scheint auf uns zuzukommen. Uhu, Schnucki. Oh Mann. Was passiert jetzt? Oh fuck. Er kommt hoch, Freunde. Oh Mann, er kommt. Oh. Ah. Wir kriegen doch 100 pro eine übelste gewinkt, wenn wir hier... Oh Mann, Freunde, das ist mal wieder hier. Ah, es ist jedes Mal dasselbe. Dieses Let's... Ach, man nervt das. Dieses Let's Play ist nicht ohne. Wir müssen irgendwie versuchen... Irgendwie will ich die ganze Zeit probieren, auf diese Stromdinger zu schießen mit Pfeil und Bogen. Also dazu müssen wir halt erstmal rauslocken. Ah, okay, jetzt scheint er irgendwie zu kommen, oder? Ja, er kommt nach oben. Nein! Ach, komplett daneben. Ach, Mist. Ah! Aha. Jetzt haben wir's, Freunde. Jetzt habe ich's rausgefunden. Wir müssen den anlocken und seine Schwanzflosse guckt ganz kurz aus dem Wasser raus und das ist unsere Chance.
Das ist unsere Chance, uns festzuhalten. Da wird das natürlich eine ziemliche Tauchpartie, wenn der uns mit unter Wasser zieht. Aber das finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil. Jetzt kommt er. Freunde, er kommt hoch. Jetzt müssen wir versuchen. Uns am Schwanz festzuhalten. Und. Oh, ich glaube, wir sind zu weit weg, oder? Nee, und. Oh, halt dich fest. Okay, Freunde, wir hängen dran. Oh, ist das dick. Ist das geil? Oder was? Wir können nur hoffen, dass er mal ganz kurz an die Oberfläche kommt. Oh, shit. Jetzt habe ich ihn wieder verloren. Oh, nein. Jetzt wäre er an die Oberfläche gekommen. Ach, shit. Shit, Freunde. Das habe ich versaut. Egal, wir haben ja noch ein paar Versuche. Oder bleibt er jetzt für immer an die Oberfläche? Nee, jetzt taucht er wieder. Also müssen wir auf jeden Fall immer warten, bis wir an der Oberfläche sind, damit wir ein bisschen uns bewegen können. Weil unter Wasser können wir leider nicht klettern. Das sieht schon extrem geil aus, das Vieh. Ohne Witz. Das ist schon echt geil. Das war das Zeichen. So, jetzt hinterher schwimmen. Jetzt hängt das Spiel, Alter. Halt dich fest! Wir hängen dran. Wow, okay. Und es zieht uns aus dem Wasser. Alter, wie geil das ist, ne? Jetzt schnell ein Stück nach vorne und wieder festhalten. Jetzt müssen wir uns irgendwie nach vorne kämpfen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich die drei Hörner da zerstören. Nee, da ist ein Zeichen. Okay. Oh! Hier kriegen wir einen Schlag. Das ist ja krass. Okay, das erste ist ausgeschalten, so wie das aussieht. Da müssen wir ganz schön aufpassen, ey. Oh, oh. Boah, das ist echt... Der Radius ist ganz schön groß. Und schnell zustechen. Och. Ey, das ist so übermenschlich geil gemacht, einfach nur dieses Spiel. Nein! Habe ich mich noch gehalten? Ja, gerade so, ey. Oh. Jetzt hatte ich kurz Schiss, dass man... Alter, wie viel Stamina das verbraucht. Schnell nach oben. Wie tief wir unter Wasser waren, ne? Okay, Freunde, dann müssen wir halt uns nochmal dranhängen. Und versuchen, das letzte Horn noch abzustechen.
Eigentlich sind das alles friedlebende Tiere, ne? Riesengroße friedlebende Tiere, die alle sterben müssen. Weil ich Egoist unbedingt meine Freundin retten will. So. Nächster Versuch. Wir wissen, haben wir nicht viel Zeit. Sobald wir vorne sind, taucht er wieder so tief unter. Jetzt komm an die Oberfläche, bitte. Es ist echt knapp bemessen, die Zeit, die wir haben, ne? Sehr viel Zeit bleibt uns hier nicht, um nach vorne zu gehen. Ich guck gerade mal wegen Sound. Mein Mikro, irgendwie habe ich das Gefühl, mein Mikro wird immer leiser. Bei jeder Aufnahme. Oh, das sieht so gut aus, ey, Freunde. Damals, ne, ey. Wieder so ein episches Spiel, was ich verpasst habe, einfach. Aber ich kann es ja jetzt euch mit euch zusammen nachholen. Nochmal dieses phänomenale Stück Spielgeschichte mit euch genießen. Oh, oh, jetzt vor. Na, wird das was? Und... Oh. So, jetzt haben wir das Hauptsein. Jetzt heißt es nur durchhalten, Freunde. Irgendwie durchhalten. Und... Ach, nie geschafft, okay. Nochmal. Ich glaube, wir müssen nur noch zweimal oder einmal zustechen. Geschafft. Oh. Wie angespannt ich jedes Mal wieder bin, wenn wir kurz davor sind, einen Koloss zu töten. Das ist einfach nur so eine... Oh, bitte, ich schaff das. Ach, oh, sehr gut. Wieder ein Koloss. Dem Ziel ein Stückchen näher. Sehr schön. Freunde, ich bin glücklich. Dieser Koloss war anstrengend. Aber sehr schön gemacht auf jeden Fall. Gerade diese, wenn man hinten dran hängt und das riesige Vieh zieht einen einfach nur mit runter unter Wasser. Das ist ein Erlebnis, wirklich. So, jetzt müssen wir nur noch die Seele finden, die uns hier umbringt. Genau. Und ihr wisst, was das heißt, Freunde. Wieder eine Folge geschafft hier. Wieder einen Schritt näher. Schön. 7 Kolosse stehen nun schon auf unserer Liste und es werden stetig mehr. Freunde, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Folge. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Oder schließe ich jetzt mal. Bup. Ich mache das jetzt einfach mal wieder so wie bei der letzten Zelda-Folge. Ziemlich für den sogenannten Endscreen einfach mal groß ziehe. Ist unprofessionell, ist nicht so die professionellste Art, wie gesagt, das zu machen, aber wie gesagt, ich nehme halt anders auf, als die meisten YouTuber es tun, weil mir ein bisschen die Zeit fehlt. Aber, Freunde, gut, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei, wenn es wieder heißt Kolosse Schlacht mit BinyLP. Danke fürs Einschalten, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.